Ich freue mich, euch so zu Beginn dieses Jahres hier zu sehen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Übergang in 2022 so verbracht habt, ob euch super viele Gedanken über das, was letztes Jahr lief und was jetzt noch auf euch zukommt, gemacht habt, oder ob das eher so ein hoffentlich wird einfach alles besser. Ich habe keine Ahnung, aber als ich mir so zu Beginn des Jahres so Gedanken gemacht habe, was so alles auf uns zukommt, habe ich einen sehr interessanten Gedanken gelesen von einem anderen klugen Mann. Und er hat mich ins Nachdenken gebracht. Und zwar war die Aussage, ich werde es jetzt so frei zitieren, dass wenn wir als Menschen unsere Aufmerksamkeit auf jemanden ganz bestimmten lenken, also unsere gesamte Blick fokussieren und unsere Aufmerksamkeit einer Person schenken, dann schauen wir ein wenig aus wie Gott. Und er erklärte diesen Gedanken, denn die Herrlichkeit Gottes besteht teilweise in der Tatsache, dass Gott, anders als selbstgemachte Götzen aus Stein oder aus Holz, seinen Leuten Aufmerksamkeit schenkt. Nichts stört seinen Blick. Nichts lenkt seinen Fokus von dir. Unser Gott ist ein perfekt aufmerksamer Gott. Und wenn wir Aufmerksamkeit schenken, dann schauen wir ein wenig wie Gott aus und wir schauen auch wie Gott. Es gibt einen kleinen Unterschied. Gott kann seine ganze Aufmerksamkeit an unendlich vielen verschiedenen Orten quasi geben. Wir müssen quasi unseren vollen Fokus aus den unendlichen Möglichkeiten auf einen Ort richten oder wählen. Gottes Blick wandert durch alle Zeiten an allen Orten gleichzeitig. Unsere zwei kleinen Augen blicken auf einen Punkt im Hier und Jetzt. Gott wandert durch die Millionen Quadratkilometer Garten des Lebens und sieht jede kleinste Frucht. Wir müssen stehen bleiben vor diesem Baum, vor diesem Ast, vor diesem Apfel. Das bedeutet menschliche Aufmerksamkeit. Sein Fokus auf eine Sache zu richten, ist ein unglaubliches Geschenk. Ein Geschenk, das ich geben kann. Womit ich jemanden oder eine Sache einen großen Wert gebe. Und wir leben in einer erstaunlich schnelllebigen, reichen, visuell total zugepflasterten Welt. Überall strömen uns bewegte Bilder entgegen und diese Bilder, vor allem bewegte Bilder, sind sehr, sehr kraftvoll. Sie packen unsere Aufmerksamkeit, sie lenken sie und sie beschäftigen unsere Gedanken. Und sie können sogar an Orten, wo wir es gar nicht denken, unsere Aufmerksamkeit kriegen. Weiß nicht, wenn du im Restaurant sitzt und irgendwo ein Bildschirm ist, meine Frau setzt mich dann immer genau so hin, dass der Bildschirm nicht in meinen Augen ist. Und unsere Gewohnheiten bezüglich dem Umgang mit Bildschirmen haben uns ziemlich verändert, würde ich sagen. Und gerade in dieser herausfordernden Atmosphäre oder Welt, in der wir so leben, wo es so leicht ist, eingenommen zu werden von allen möglichen anderen Gedanken und Bildern, übersehen wir manchmal die zutiefst formende und auch neu formende Kraft dieses großen, meist unsichtbaren Mediums, das zusammen mit den Bildern kommt. Und das sind Worte. Die große Kraft, die unserer Welt der Bilder Bedeutung gibt. Und auch diese Bilder und unsere Vorstellung vom Leben formt wie sonst kaum etwas. Ob es nun die Worte sind, irgendwie, die du im Fernsehen hörst, die du bei YouTube siehst, hörst, die geschrieben sind in irgendwelchen Artikeln oder Tweets oder WhatsApps oder irgendwie hörbare Worte in Podcasts oder in Hörbüchern. Wörter formen und füllen unsere Gedanken, unsere innere Person. Die gehen ganz tief rein und formen unseren Wünschen, unsere Entscheidungen. Ja, im Endeffekt alles, was wir sind. Es ist keine Frage, ob Worte uns formen, sondern die Frage besteht nur darin, wessen Worte uns formen. Schenke deine volle Aufmerksamkeit den Worten des lebendigen Gottes. Das ist unsere einfache Versuch zu formulieren am Anfang dieses Jahres. Schenke deine volle Aufmerksamkeit, das ist ein großes Geschenk, das du hast, den lebendigen Worten von Gott selbst höchstpersönlich. Ich möchte mit euch in diesem ersten der drei Sonntage, die wir in dieser Gebets- und Fastenzeit verbringen, auf dieses Umgang mit den Worten, die Gott zu uns spricht, lenken. Und ich möchte mit euch auch zum Timotheusbrief, zum zweiten Timotheusbrief gehen.
ein junger Kerl, dem Paulus, der große Paulus, einen Brief geschrieben hat. Timotheus hat in Ephesus fleißig gearbeitet in der Gemeinde. Und Paulus schreibt ihm folgende Sachen über das Wort Gottes. Und er sagt ihm im Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Paulus schreibt diesem Timotheus, hey, das Wort Gottes ist unglaublich wertvoll. Leg deine Aufmerksamkeit darauf. Du hast schon von deiner Mutter, von deiner Großmutter, das spielt er nämlich im Vers 14 an, davon ganz, ganz viel gehört und gelernt und auch von mir. Ja? Von Kind auf kennst du das und sie kann etwas in deinem Leben total Wertvolles bewirken, ja? Die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und dann sagt er ganz am Ende diese Worte, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, du hast hier etwas, wenn du da deine Aufmerksamkeit drauf legst, dann macht das was mit deinem Leben. Das heißt also einfach gutes Lesen, also das Wort Gottes lesen und ich werde ein guter Mensch. Ist das die logische Folgerung, die Paulus hier dem Timotheus klar machen möchte? Wenn wir die Pharisäer uns zum Beispiel in der Bibel anschauen, im Neuen Testament, als Jesus auf diese Erde gekommen ist, dann waren das die Menschen, die sich mit Sicherheit, würde ich mal jetzt frei mit Fug und Recht behaupten, am meisten mit dem Wort Gottes beschäftigt haben und doch irgendwie diejenigen gewesen sind, die Jesus auch am meisten getadelt hat und gerügt hat. Und gesagt hat, ihr habt es nicht verstanden. Ihr habt nicht verstanden, was ihr da lest. Also wie lese ich die Bibel, dass sie Gutes in mir bewirkt? Das, was Paulus dem Timotheus geschrieben hat. Und da möchte ich zu einer anderen Geschichte, zu einer Begebenheit, die Jesus selbst quasi über Jesus selbst erzählt wird, im Matthäus Evangelium Kapitel 16 mit euch gehen. Matthäus 16, Jesus fragt seine engsten Leute und fragt, ey, wer denkt ihr eigentlich, dass ich bin? Weil diese Pharisäer, die ja so viel von Gott wussten scheinbar, die so viel diese unglaubliche, großartigen Worte Gottes gelesen haben und ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben, die haben es nicht verstanden. Die sagen dies und jenes über mich. Aber was sagt jetzt ihr? Wer ich bin. Und da kommen diese einmaligen Worte von Petrus. Da antwortete Simon Petrus und sprach, Matthäus 16, Vers 16, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Also wenn es in dem Moment irgendwie so Musik gibt, ja, wenn du einen Film guckst oder sowas, das wäre jetzt absolut so ein, da muss jetzt was richtiges Krasses kommen. Wenn Stefan Raab irgendeinen Knopf hätte, den er gedrückt hätte, das wäre das, was er allerbeste, was er irgendwie hatte, dass man das feiert als Aussage. Es ist unglaublich, was hier aus den Lippen von Petrus rüberkommt. Das haben alle anderen nicht gesehen, die ohne Ende studiert haben. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus' Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist und der Sohn Gottes, war übernatürlich. Diese Erkenntnis war übernatürlich, weit darüber hinaus, was Fleisch und Blut, das heißt meine natürlichen Fähigkeiten, erkennen können. Das ist, was Jesus hier sagt. Aber jetzt stellt sich die ganz einfache Frage, warum erklärt Jesus dem Petrus diese Tatsache, dass er das nicht aus sich selber heraus erkannt hat? Warum? Ja? Wenn zum Beispiel irgendwie Petrus irgendwo alleine für sich gewesen wäre, durch die Wüste gelaufen wäre und auf einmal hört er buff, so ein Donnern und eine riesige Stimme und der Vater sagt ihm, Petrus, Jesus ist der Messias und mein leiblicher Sohn. Dann wäre das jetzt so vielleicht nicht so eine Überraschung, dass Petrus zu Jesus kommt und sagt, ey, du bist der Retter, du bist Christus, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Aber dann würde er nicht
gesagt bekommen, mein Vater hat dir das gezeigt und hat dir das offenbart. Petrus hat es nicht durch irgendwie eine krasse Stimme, nicht durch einen Klick in seinem Herzen irgendwie gehört, sondern er benutzte seine natürlichen Fähigkeiten. Er beobachtete Jesus mit seinen natürlichen Augen. Er hörte ihm zu mit seinen natürlichen Ohren. Er dachte über die Dinge nach mit seinem Geist, mit seinem Kopf, mit seinem Gehirn, das er ganz natürlich hat, seinen natürlichen Gedanken. Und durch den Gebrauch seiner ganz normalen Fähigkeiten, sein Auge, sein Ohr, sein Kopf, sein Gehirn, sah Petrus, was viele andere nicht sahen. Jesus sagte quasi, in all deinem Beobachten, in all deinem Zuhören, in all deinem Denken und auch eventuell in all deinem Beten, war mein Vater am Werk. Das ist, was Jesus Petrus hier eigentlich mit dieser Sache sagt, weil er, wenn er ihm erklärt, ey, das hast nicht du geschnallt zuerst, sondern das hat mein Vater dir offenbart. Und diese mysteriöse Kombi von Natürlichen und Übernatürlichen beim Lesen der Bibel ist irgendwie total eng verknüpft mit dem inspirierten Wort und mit dem fleischgewordenen Sohn Gottes. Also mit der Inspiration von Gottes Wort und der Inkarnation von Gottes Sohn. Ich erkläre das mal ganz kurz, wie ich auf diesen Gedanken komme. Jesus war Gott und Mensch. Die Bibel ist Gottes Wort und Menschenwort. Die Sprache der Bibel ist natürlich. Jesu Wort auf dieser Erde, als er auf dieser Erde war, sein Körper, seine Gedanken, seine Stimme waren natürlich. Jesus wurde mit den Augen gesehen. Die Bibel kann mit den Augen gelesen werden. Jesus war mehr als nur ein Mensch und die Bibel ist mehr als nur Worte. Jesus war der Sohn Gottes und die Bibel ist das Wort Gottes. Jesus ist Fleisch geworden, die Bibel ist Geist gehaucht. Jesu Sprache ist eine normale menschliche Sprache. Die Bibel ist geschrieben in normaler menschlicher Sprache. Gott ist verbunden mit dem Menschen Jesus und die Herrlichkeit Gottes ist verbunden mit der Bedeutung der biblischen Texte. Das ist ein Zusammenhang, der ist unglaublich wichtig. Die Bibel zu lesen hat nämlich was Natürliches und was Übernatürliches. Gottes Herrlichkeit in menschlichen Worten zu sehen, hat aber nichts damit zu tun. It's magic. Das kommt auf einmal wie so, wow, auf einmal leuchten die Worte und ich sehe die entscheidenden Aussagen des Textes auf einmal im Zusammenhang. Das ist nicht das, was der Schlüssel ist, irgendwie so ein geheimer Code, den ich irgendwie verstehe, sondern es geschieht durch Lesen, durch Denken, durch Konstruieren der Bedeutung der Texte. Was wollten mir die menschlichen Autoren eigentlich sagen? Das ist ein unglaublich entscheidender und wichtiger Schritt. Und in und durch dieses natürliche Lesen, durch dieses natürliche Nachdenken mit meinen natürlichen Fähigkeiten sehen wir Gottes Herrlichkeit. Das ist ein unglaublich wichtiger Zusammenhang und ein unglaublich wichtiges Wahrheit, wenn wir die Bibel lesen. Und wenn wir uns über das lebendige Wort Gottes Gedanken machen. Die göttliche Herrlichkeit ist verbunden mit der menschlichen Bedeutung, genauso wie der göttliche Sohn Gottes verbunden ist mit der menschlichen Natur von Jesus. Und Jesu Christi zwei Naturen, zugleich göttlich und zugleich menschlich, dürfen niemals getrennt werden. Und genauso kann auch das Lesen von Gottes Wort auf natürliche und gleichzeitig übernatürliche Weise niemals getrennt werden. Paulus sagt dem Timotheus ein Kapitel vorher einen ganz interessanten Gedanken. Und zwar sagt er im Kapitel 2, Vers 7 folgende Sachen. Bedenke, was ich sage. 2. Timotheus 2, Vers 7. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Also denk darüber nach, was ich sage. Gott wird dafür sorgen, dass es auch Klick macht. Das ist, was Paulus hier sagt, wir denken, Gott gibt. Und so ist es mit dem Wort Gottes, wenn wir es lesen. Es ist beides, es ist nicht entweder oder. Es ist nicht einfach nur, mach dir ohne Ende viele Gedanken, guck in die Bibel rein. Du musst alle möglichen Fähigkeiten, griechisch, hebräisch lernen und möglichst grammatisch total fit werden, dass du die Sätze und die Logik der Gedanken total nachvollziehen kannst. Das alleine hilft nicht. Das haben die Pharisäer nämlich aufs Äußerste und aufs Genialste getan, da werden du und ich never ever hinkommen. Und viele andere Menschen, auch den Pharisäern auch. Aber einfach nur auf Erleuchtung warten, sich hinzusetzen und zu meditieren, hilft genauso wenig.
die einfache Erleuchtung und auf einmal sitzt du da und Gott zeigt dir, boom, das sollst du machen. Eher nein. Sondern beides zusammen. Bedenke, sagt Paulus hier dem Timotheus, bedenke, aber, das ist ein ganz klarer Zusammenhang, nicht entweder oder, sondern bedenke, was ich sage, aber der Herr wird dir Verstand geben. Das gehört zusammen. Und ich lade dich ein, die Bibel so zu lesen in diesen nächsten 21 Tagen, wenn wir den Epheserbrief gemeinsam durchgehen. Die Bibel so zu lesen mit dieser Lectio Divina, wo wir gemeinsam uns immer wieder vor Gott beugen und gemeinsam so mit dem Wort Gottes umgehen, dass wir wissen, wir lesen es so gut wir können, mit dem Verständnis so gut wir können, nur das zu verstehen. Und dann wissen wir aber, dass ich das geistlich begreife, was das heißt für mich, das kann nur Gott schenken. Und dazu lade ich dich ein. Es ist der Weg, dass dein Leben ein bleibender Dienst für diese Welt wird. Dass dein Tun Gott widerspiegelt und dass deine Seele für immer fröhlich wird. Ich wünsche dir in diesen 21 Tagen, Gottes Wort neu lebendig zu sehen, während du darin liest und ackerst und vergleichst und total vielleicht neu entdeckst, wie genial das ist, die Texte zu lesen und zu verstehen. Vielleicht ist das gar nicht so dein Ding, dann möchte ich abschließen mit zwei ganz, ganz einfachen und praktischen Anwendungen. Wenn du sagst, ich weiß nicht genau, ich bin jetzt nicht so der Typ, der voll viel mit Texten arbeitet, und es fällt mir übrigens auch schwer, sich dann richtig zu konzentrieren, wenn ich das so lese, dann möchte ich dir irgendwie ganz einfach sagen, hör einfach eine Audiobibel. Kauf dir irgendwo, lad eine App runter, die gibt es ohne Ende, kostet nicht viel, kostet nichts, glaube ich sogar bei manchen Anbietern, und hör dir die biblischen Texte an. Hör diese Worte des lebendigen Gottes, während du auf der Arbeit bist, während du irgendwo zur Arbeit fährst, während du irgendeine Arbeit verrichtest, wo du dich auch noch konzentrieren kannst. Hör diese Bücher. Und auf einmal werden die Geschichten eine ganz neue Farbe für dich entwickeln. Eine ganz neue Zusammenhänge für dich klar werden. Wenn eine andere Stimme dir diese Wahrheiten vorliest. Und dann das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, lese nicht irgendwie kleine Abschnitte, wo du dann versuchst, irgendwie komplizierte Zusammenhänge, vielleicht, weil du das irgendwie mitkriegst, dass andere das machen, in zwei, drei Sätzen oder Art und Weise, wie ein Satz zusammengefügt ist, rauszufinden. Lies ganze Bücher der Bibel durch. So ist es eigentlich gedacht. Selbst die Briefe waren nicht gedacht, die zwei Verse auseinander zu klamüsern, sondern immer als ganzes Ding gelesen zu werden. Und auf einmal wirst du ganz neu merken, wie die Zusammenhänge wichtig werden. Epheserbrief, den wir zusammen lesen, 20 Minuten im Schnitt, brauchst du für den ganzen Brief. Lies ihn einmal, bevor wir vielleicht jeden Tag in Abschnitte durchgehen, einmal komplett durch. 20 Minuten. Das Buch Nehemia oder der Römerbrief, circa eine Stunde, wenn du so ein durchschnittlicher Leser bist. Dann bist du das ganze Buch durch und du wirst auf einmal entdecken, wow, das habe ich so noch nie verstanden, weil ich mir immer nur vielleicht einzelne Worte und Verse oder Abschnitte angeschaut habe. Ich lade dich ein, in dieser Zeit zu merken, wie durch deine natürlichen Augen, deinen natürlichen Kopf, egal wie klug oder nicht klug du dich empfindest, wenn du deine Aufmerksamkeit auf die lebendigen Worte Gottes lenkst, er dir Dinge zeigt, die dein Leben verändern, die dich ausrüsten, Gutes zu tun, die dich fähig machen, fröhlich zu sein, die deinen Blick auf andere Menschen lenken, die dir Kraft geben, Dinge zu unterscheiden und die vor allem deine Beziehung zu dem lebendigen Gott ganz neu bereichern. Gott segne dich dabei. Amen. Wir möchten gerne gemeinsam jetzt das Abendmahl feiern. Und ich lade euch passend zu der Predigt ein, im Johannesevangelium, ganz im ersten Kapitel zu lesen, von unserem lebendigen Wort. Jesus höchstpersönlich. Johannes schreibt nämlich, überwältigt, nachdem er viele, viele Jahre Jesus oder einige Jahre Jesus begegnet ist und viele Jahre darüber Zeit hatte, nachzudenken, was das alles mit ihm gemacht hat. Im Johannes Evangelium Kapitel 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen.
und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott selbst ist Mensch geworden und hat seinen Sohn Jesus Christus für dich auf diese Erde geschickt. Er hat deine und meine Schuld auf sich genommen. Er hat sein Leib für dich am Kreuz leiden lassen. Er hat sein Blut für dich und mich am Kreuz vergossen, damit du und ich uns zutiefst bewusst werden, dass Gott nie sein Auge von mir gelassen hat, seinen Blick nie von mir genommen hat, seinen Blick nie von dir genommen hat. Und von Anfang an, als er dich geplant und gemacht hat, so wie diese kleinen Kinder, für die wir gebetet haben, von Anfang an sich ausgedacht hat, dich sehen wollte und immer wollte, dass du auch seinen Blick auf ihn und deine Aufmerksamkeit auf ihn lenkst und siehst, wie sehr er dich lieb hat. Dafür ist er das lebendige Wort Fleisch geworden. Und er lädt dich heute ein, jetzt beim Abendmahl sich dessen bewusst zu werden und wieder zu erinnern und neu das zu feiern. Er liebt dich, er sieht dich und er will von dir gesehen werden und von mir. Und er will uns unglaublich schöne, tolle Herrlichkeiten zeigen in dieser Beziehung, in diesem Zusammensein mit dem lebendigen Gott. Ich möchte für den Wein und für das Brot beten, danken, dass er sein Leib und sein Blut für uns vergossen hat und dass es ein Segen für dich sein möge. Darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Und danach dürft ihr euch gerne einzeln, braucht euch nicht stressen, ihr habt Zeit dafür, in den einzelnen Ecken des Raumes zum Abendmahl gehen und das gemeinsam feiern. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das lebendige Wort bist. Du bist Fleisch geworden und auf diese Erde gekommen. Und wenn du gesprochen hast, Herr, dann war das nicht, wie wenn wir Menschen sprechen. Dann war das lebendig, so ewig und bedeutend. Du persönlich hast dich für uns hingegeben am Kreuz. Hast dein Leben gelassen, obwohl nie ein schlechtes Wort, nie ein überflüssiges Wort, nie ein falscher Gedanke über deine Lippen kam. Aber du hast meine schlechten Worte, meine Sünden, meine Fehler, meine Verletzungen alle auf dich genommen und hast dafür bezahlt und gelitten. Und dafür lobe und preise ich dich. Und ich bitte dich, dass du diesen Wein und dieses Brot heute nimmst und es ein Segen sein lässt für jeden, der daran teilnimmt. Eine Freude, eine Ermutigung, dass wir fröhlich hinausgehen, dass wir in deine Augen blicken und alle Schönheit und jede Ruhe, jede Zufriedenheit in dieser Begegnung mit dir erfahren und sehen. Amen.